Herzlich willkommen zurück zu The Kadaima Takeover 64. Ja, beim letzten Mal haben wir diese Lava-Höhlen gemacht und uns hatte ein Stern gefehlt, den wir nur erreichen können, wenn wir in diese Höhle gehen, wenn wir die Höhle von der Eisseite betreten, da dieses hier ein anderes Areal zu sein scheint. Ja, okay. Okay, das ist schon mal sehr tödlich. Aber aus Gründen wie diesen habe ich am Anfang des Levels, also am Eingang, ein Save State gesetzt. Einfach aus dem Grund, wegen, wir werden in der Höhle, ja, wir werden im falschen Ausgang wieder rausgebracht. Und das ist halt einfach der Grund. Und ja, deshalb ist ein Save State da nicht schlimm. Okay, aber das ist schon schlimm. Die Dummheit ist natürlich das Schlimmste. Wenn man selbst, achso, hier ist ein Herz. Ja, muss man auch erstmal sehen. Dummheit und Blindheit, das kombiniert sich zu, was weiß ich, das fusioniert. Meine Fresse, das was heutzutage alles fusioniert, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Gut. Also die Höhle, die dürfte auch nicht so lang sein, hoffe ich jedenfalls, weil das wird mich dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr frusten. Also mit einem normalen Seitwärtssprung kommen wir hoch. Okay. Also, auch von der Höhe her. Ich habe lange kein Mario 64 jetzt mehr gespielt. Ja, und deshalb kam auch lange kein Part mehr. Hat diesen Grund einfach, ja, ich habe lange nicht mehr gespielt, ja, wenn ich lange nicht mehr aufnehme, dann habe ich auch nichts zum Hochladen, ne? Ist klar, das war ein echter Stern und wir können das Level jetzt auch direkt, ja, vergessen. Ach, wir sind wieder hier. Ja, okay, hier waren wir ja beim letzten Mal. Wir verlassen das Level jetzt durch diesen Eingang von Kurs 1, weil wir nach Kurs 2 müssen. Ach, scheiße. Ja, man merkt schon, ich bin total ungeschickt. Seit dem letzten Mal, ja, beim letzten Mal war ich überhaupt nicht ungeschickt. Nee, da habe ich alles berechnen können. Ich stand hier mit Taschenrechner vor und wusste ganz genau, wie ich den Gegner attackieren muss, dass ich nicht selbst in die Lava falle. Das machen so die meisten Pro-Gamer, das wisst ihr noch nicht. Auch mit super Zeitrennen in Mario Kart, da. Was meint ihr, wieso die alle so genau auf den Punkt fahren, ja? Also. Ich habe zum Beispiel mal gesehen, für den Nintendo 64 gibt es ja diesen, wie heißt das Ding? Ah, nicht GameShark kurz, sondern es gibt solche Programme, mit denen kann man die Tastatur praktisch speichern, also die Eingabebefehle. Und dann löst er die halt so aus, dass man das von ganz allein spielt, ohne irgendwas anzufassen. Ja, dann läuft Mario halt durch die Level, ohne dass du was machst. Da hast du halt vorher so ein Befehl geschrieben, dass er das und das macht und dann hat er es gemacht. Ja, sowas gibt's auch. Wir haben beim letzten Mal den Boss besiegt, ne? Beim vorletzten Mal, Entschuldigung, ja. Den Bully-Boss. Hat er den Schlüssel fallen gelassen? Ja, das hat er. Gut. Ja, ich bin auch total raus aus der Sache. Und wie üblich steckt Mario den Schlüssel in die Wand einfach. Typisch. This factory belongs now to the Kadamas. Oh Gott. Ja, okay. Die Kadamas haben anscheinend diese Fabrik total erobert. Sind das Röhren? Doch, das sind Röhren ohne Spitzen. Die sehen nicht sehr Mario Bros-haftig aus. Weil jede Scheißröhre muss ja so eine Spitze haben, wo man rein kann. Sonst geht das nicht. Oder diese. Ja. Oder sie münden halt auch irgendwo rein. Ja, stimmt auch wieder. Solche Röhren gibt es leider auch, wo man überhaupt nicht rein kann, die man nicht überprüfen kann. Ich will aber jede Röhre überprüfen, meine Fresse. So, hier haben wir einen Chakya. Das müsste jetzt Kurs, ich gehe nochmal aus dem Level raus, damit ich gucken kann, welcher Kurs das ist. Kurs 6 oder so, ne? 22 Sterne. Ich werde auch nicht scheuen, Safe-Sets zu benutzen, falls es zu schwer wird. Nee, das sagt mir ja nur Kurs 2. Hier ist ja das Schild für Kurs 3. 6, Entschuldigung. Kurs 6. 5 Sterne und 100 Münzstern, einen Ausrufezeichen Stern. Wir haben aber immer noch keinen Schalterpalast gefunden, ne? Das macht mir so ein bisschen Sorge. Ja, also die Spinne würde ich schon gern mitnehmen. Die hat sehr viel Proteine, die wir zu uns nehmen sollten, damit wir hier nicht sterben in der Fabrik, wenn hier mal Giftgaseinsatz kommt. Ja, das wäre ein bisschen tödlich. Doch, das wäre tödlich. Das glaubt mir jeder. Also in dieser Fabrik
Wenn ich hier runterfallen würde, würde es wie Lava agieren, ne, dieser Boden. Okay, da kann ich nicht hoch. Sah für mich so ein bisschen nach, du kommst hier hoch aus. Es kann natürlich auch sein, dass es mich instant umbringt. Will ich nicht hoffen, aber kann natürlich sein. Ja, man muss mit allem rechnen, mit dem Unsichtbaren rechnen. Hatten wir ja schon im letzten Level, glaube ich. Ja, genau, mit dem schwarzen Feuer im schwarzen Hintergrund, ja. Das passt immer. Hier kommen wir noch ein paar Münzen. 10, das reicht nicht aus für den 100 Münzstern, das ist erst ein Zehntel. Ich möchte aber mehr Kohle, mehr Cash, mehr Money. Ich will alles. Jetzt könnte ja so ein Money Dance machen, so, oh, 100 Münzen, yay. Ich bin rich, bitch. I am rich, bitch. Gut, hier kommt der rote Münzstern hin. Oh, eine Spinne, meine Fresse, total haarig. Wobei die Spinnen in Mario 64 waren nie haarig. Die waren eher nackt, wenn man so nennen darf. Es gibt ja... Ich hatte mal irgendwo gesehen, so ein Bild von so einer Mutantenspinne. Oh! Ja, nicht von dir, aber von einer Mutantenspinne. Die so ein paar mehr Beine hatte und nackt war. Also, die hatte nicht... Okay, hier kann man an den Seiten runterfallen. Nett zu wissen. Es war keine normale Spinne, es war eine mutierte Spinne mit mehr Beinen, als sie eigentlich haben sollte. Und sie war nackt. Also nicht wie eine... Wer heißen die Spinnen hier? In Afrika, hier, die sich immer in den Bananenkisten verstecken hier. Sag mal eben. Vogelspinne. Ja, das ist Sand. Okay. Da sind wir jetzt klüger geworden. Und ich glaube, Sterne sind besser als Münzen. Ja, genau. Nehmen wir uns ein paar Sterne vor. Aber wie ich sowas hasse, wenn man in diesen eigentlich mit der Lavatextur versehenten Polygonengruppe ertrinkt. Ja, weil es tödlich ist. Ja, ob ich selbst jetzt nutzen will, weiß ich gar nicht. Wir haben ja noch nichts geschafft. Doch, wir haben was geschafft. Wir haben ein Puzzleteil. Ach, ein Puzzleteil. Ja, ich bin gerade aus der Aufnahme von Return Tropical Freeze. Ja, jetzt kommen wir mal mit allem durcheinander. Ducken, ducken. Ha, der hat mich nicht getroffen, der Sparky, der ist zu dämlich. Trifft mich nicht. Okay, was haben wir hier? Ist das schon ein Scheiterpalast? Nee. Würde wahrscheinlich. Nee, Kurs 7! Wir könnten natürlich ein bisschen vorausrennen. Aber das wäre ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das wäre zu früh. Zu early. Ich mag das ja immer so durch Spiele, wenn man es einmal zu 100% geschafft hat, auch durch die Spiele durchzuglitschen. Zum Beispiel in Mario 64, da kann man ja praktisch mit... Autsch, okay, doch nicht, das war ein unfähiger Sparky. In Mario 64 kann man zum Beispiel mit den Hasen durch die Tür, durch die 30-Sterne-Tür, und das ist ja doch ein bisschen einfach, einen Speedrun zu machen. Oder den BLG an der unendlichen Treppe. Mache ich auch immer gerne. Weil das ist das einzigste Mal, dass ich es überhaupt möglich... Das ist meine Möglichkeit, es zu machen, weißt du? Wenn ich das an der unteren Treppe versuche, dann schaffe ich das nicht. Nee, der nimmt da keine Geschwindigkeit auf. Das Ding ist halt, bei der unendlichen Treppe hast du halt unendlich Versuche. Du kannst da BLGs machen, wie du willst. Weil wenn es nicht funktioniert, dann hast du halt immer noch die Möglichkeit, weiterzumachen, einfach weiter Art zu spammen, ohne dass was passiert, ja, weil ist so, ne? Hier haben wir noch ein paar Münzen. Ein Stern, der viel zu einfach zu kriegen ist, ja. Anscheinend schon. Mit unsichtbaren Wänden, jetzt haben wir hier irgendwelche Tohu-Charaktere. Wollen wir hier nochmal durch die Wand gucken? Vielleicht gibt es hier noch mehr unsichtbare Wände. Das ist gemein. Ah, wir haben hier sogar Smog. Smog. Okay. Okay, wir müssen anscheinend doch hier rüber. Mit den Feuerspuckern. Und wenn wir Unglück haben, wenn wir richtig viel Unglück haben, bringt ihr uns erstens um. Und zweitens, ja, kommt ein paar Sparkies. Ach, und drittens habe ich den Hifu total vergessen. Natürlich, den gibt es auch noch. Gut, 23 Sterne. Damit haben wir schon mal einen mehr als, ja, als vorhin, kann man so sagen. Der obere war doch bestimmt ein Fake-Stern. Also wenn das ein normaler Stern war, dann will ich nie wieder einen Fake-Stern sehen.
ja, dann ist es totaler Betrug, dann ist es Betrug im Betrug, ja, also man wird ja schon durch diese unsichtbare Wand betrogen. Und ich wurde jetzt auch gerade von der Spinne betrogen. Hat mich jetzt 3 Münzen gekostet. Der Scheiß. Wieso sind die Gegner wieder da? Den habe ich gar nicht umgebracht, oder? Den Chuck ja hier. Deshalb ist er da. Ja, okay, den hätte ich jetzt nicht unbedingt in die Richtung werfen sollen, aber es hat ja trotzdem geklappt. Boah, ich will 100 Münzen. Ich will die 100 Münzen. Das ist natürlich gefährlich. Wenn ich jetzt einmal sterbe, dann kann ich wieder alles neu holen. Und deshalb sind Saves jetzt ratsam, aber... Nee, sonst nimmt er nicht auf. Ja, komm mal her. Spring nochmal gegen dich. Gut, wo bin ich denn jetzt eigentlich gestorben? Das ist jetzt so ein bisschen fragwürdig. Ja, kommt der hier hoch? Da bin ich gestorben. Ey, ich komme hier echt nicht zurecht. Das ist eine Fabrik. Ich mag keine Fabriken. Yeah, er ist runtergefallen. Yeah, take that, bitch. Du bist runtergefallen. Das ist natürlich das Beste, wenn solche, wie heißen die Dinger? Heathrows runterfallen. Okay, rote Münze for the win. Wir haben noch eine von denen. Hier ist nix. Man muss immer durch Wände gucken. Wenn eine schon durchlässig ist, dann darf ich doch auch durch Wände gucken, oder? Das ist doch im Bereich des Möglichen. Das steht doch auch im Gesetzbuch. Oh Gott, da bin ich ja fast daneben gesprungen. Da ist noch ein Feuerspucker. Ah, am besten würde ich jetzt durch die Wände gucken, ob da jetzt was ist. Also hier ist zum Beispiel, weiß ich, was da nicht ist. Da war kein Boden. Was sagt mir der hier, der Schild? Use the cannon to get to the boss. Beware of the polygon thieves. Das stand schon mal im Eislevel. Also in diesem anderen Bereich zum Eislevel. Vom Eislevel. Und ja, dazu müsste ich ja wahrscheinlich erstmal die Bombe finden, ne? Da hinten ist wahrscheinlich dann der Boss. Hm. Ja. Nett, ne? Nett, nur komme ich hier nicht weiter. Das bringt mir kein Stück weiter. Also ich bin echt gerade unratsam. Also ohne Rat, wenn man es so nennen darf. Weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich will einen Stern, aber ich will auch den 100-Münz-Stern, der easy ist. Ach komm. Bastard, ey. Kommt da so ein Hifu wieder vorbei. Den mag ich gar nicht. Ich mag den Bastard-Hifu nicht. Ja. Wer hat die überhaupt konstruiert? Die kamen in bisher kein anderen Mario-Spiel vorne, die Hifus. Ist eigentlich schade. Das sind solche geilen Gegner, also die sind echt... Oh. Ich meine, in mindestens den 3D-Marios hätte man es doch machen können. 3D-World, wieso hat man es nicht da gemacht? Man hat die Bullies wieder zurückgerufen. Wieso macht man es nicht wieder mit den Hifus? Gut. So, jetzt wieder careful sein. Carefully. Carefully durch... Sich weiter hier carefully durcharbeiten. Ich glaube, ich bin hier irgendwo mal gestorben, ne? Genau da an dem anderen Hifu, an dem anderen Sniffet. Der hat mich runtergeschubst. Der Drecksack. Gut. So, jetzt wäre ich da noch an die rote Münze interessiert. Ich warte, bis Hifu sich nicht bewegen kann. Bis der ja, nicht genug Vitamine hat, um seinen Körper noch weiter aufrecht zu erhalten. Was haben wir da? Da haben wir die Box. Da haben wir noch eine Box. Okay, wie umgehen wir jetzt den Chuck hier? Ja, so anscheinend nicht, weil wenn er sich... Ich habe immer Angst, dass er sich direkt umdreht, wenn ich da jetzt drauf springe. Komm mal her, Chuck hier. Ich bin hier. Der ist echt dreckig, ey. Der stellt sich mir so echt in den Weg. Wie kann ich den umgehen? Hopsa, so gehe ich durch. So umgehe ich dich. Jetzt komm mal her. Genau, der geht hier erstmal vorbei und dann kann ich den hier einfach Bams einen reinhauen. Boah, wie brutal dieses Spiel ist. Chuckers werden einfach so ermordet. Ja, jetzt haben wir sogar schräge Röhren. Und ich bin okay, da hinten ist noch eine rote Münze. Es macht mir mehr Sorgen denn je, wenn ich hier lang gehe, weißt du, weil... Sehr viele Feuerspucker und wie ich Brodude kenne, wird er hier nicht Gnade walten lassen. Nee, bestimmt nicht. In Kurs 6 doch nicht, nein. Da wird man nochmal richtig draufhauen auf den Putz. Bewegt er sich?
Der zieht sich gerade auf, aber ich warte lieber nochmal. Ja. Irgendwann geht ihm die Energie aus. Wie sich die Hifus eigentlich immer selbst aufziehen können. Hm. Aber es ist schon ein Gegner, der interessant ist. Den man nicht unbedingt spammen sollte, aber der interessant ist. Ja, das muss man zugeben. Gut, von da unten komme ich von da unten lang, ne? Oder irgendwie so, ne? Ich komme dort unten hin, wenn ich von unten da lang gehe. Wenn ich eine dreifache Schraube irgendwie hier lang... Ein Stern, okay. Schaffe hinzulegen. Okay, da unten ist ein Weg. Das ist der Weg wahrscheinlich, wo ich lang gegangen bin. Ey, ich habe hier echt keine Lust zu sterben. Genau so. Und da, wo ich lang wollte, geht es ja hier lang, ne? Also da muss ich hier lang. Genau, dann wurde ich hier von diesem Hifu abgeschreckt. Ja, bitte geh kaputt. Ja, okay, der Hifu, der hat jetzt erstmal seine ganze Energie in nichts reingesteckt. Ah, der hat zu viele... Au! Ah, hier kann man auch runterfallen an der Seite, ne? Sparky, bitte. Danke. Sparky, du bist so böse. Wieso machst du das? Du bist böse. Also wenn ich mir der Sparky trifft, dann bin ich natürlich echt am Arsch. Weil der kann mich natürlich one-hitten. Und eigentlich nicht one-hitten an sich, aber... Ja, wenn ich in die Grütze falle da unten, dann ist es nicht sehr viel besser. Oder auch die Hifus. Alles kann mich hier one-hitten. Weil alles die Möglichkeit hat, mich in die Grütze zu katapultieren. So, ich gucke mich jetzt erstmal um, was ist da oben. Ist da ein Hifu, ist da ein Sniffit? Keine Ahnung. Ach, das ist noch einer von denen. Ja, also Ducken bringt ja auch nicht sehr viel bei den Sparkies. So, dich habe ich jetzt mal so umgebracht, damit du die Schnauze hältst. Wobei, eigentlich wollte ich hier sowieso einfach nur sicher rüber. Das Beste an den Chuckies ist ja wirklich, dass die so viel Cash geben. Also, boah. Also, jetzt nochmal so zur Info, falls, ja, ich habe noch nichts gesagt, ne? Also, ich sollte vielleicht sofort erstmal etwas sagen, bevor ich die Info in die Welt setze. Da ist doch was. Hier geht's weiter, ne? Ich weiß nicht, wohin es geht. Ich weiß auch nicht, wie weit es geht. Ich sehe da hinten auf jeden Fall Boden, deshalb springe ich da einfach mal geistesgestört, wie ich bin, hin. Ist da was? Ah, ne, okay, das ist einfacher. Das war einfach ein Boden, ja. Ich werde die Parts jetzt wahrscheinlich ein bisschen kürzer halten, weil ich Angst um mein Leben habe, gerade an dieser Stelle. Ach bitte, Sparky, lass mich doch in Ruhe. Sei doch nicht so, Mensch. Ja, der kann mich natürlich auch richtig umbringen, also... Sparky Time ist hier wirklich nicht sehr schön. Da muss man echt mit Präzision durchgehen. Das mag ich gar nicht, ey. Wirklich. Ah, in Kurs 6. Ich sag's nochmal, Kurs 6, ne? Also, zieht schon an. Ja, wieso ich darüber? Ja, mit einem Hechter, ne? Also, ich bin jetzt nicht dafür bekannt, hier gute Hechter hinzulegen. Ich habe aber nur noch 3 Leben, dafür bin ich bekannt. Scheiße, 2 Leben. Weg von dem... Scheiß, weg! Weg da, weg da, weg da, weg da. Stern. Stern war hier. Gut, den sammle ich jetzt auch ein. Das war auch ein echter, meine Fresse. Ich will jetzt endlich mal ein bisschen hier Cash noch haben, meine letzten 4 Münzen. Wir hätten da noch einen Kadama Goomba. Der bringt mir jetzt aber nicht die meiste Kohle. Ach komm, ey, das kann doch jetzt nicht sein, wegen 2 Münzen hier obdachlos zu werden. Ah! Okay, ich könnte natürlich jetzt ein Save State setzen. Kann ich, das kann ich immer. Okay, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, 100 Münzstern. Du entkommst mir nicht. Du entkommst. Ich wollte schon sagen, ich wollte schon sagen. Gut, wir haben den 100 Münzstern, Leute. Was ich sagen wollte, wozu ich nicht gekommen bin, weil
mich die Situation einfach so unter Druck gesetzt hat gerade. Ich werde die Parts wahrscheinlich ein bisschen kürzer machen, weil kurze Parts, die hauen sich einfach, die gehen einfach besser weg, die schluckt man einfach besser. Aus dem Grund würde ich einfach sagen, dass wir hier bei dem roten Münzstern einfach mal Pause machen und beim nächsten Mal weitermachen, okay? Tschüss, bis dann.